denn das Studio war ja zum Teil auch für kommerzielle Zwecke gedacht. Also es wurden dort Filmmusiken gemacht, es wurden vor allem, und das war der Gründungszweck, ein großer Imagefilm vorbereitet für Siemens, Impuls der Zeit. Und da lag es natürlich nahe, das damals revolutionärste klangliche Medium, nämlich die elektronische Musik, mit hinzuzunehmen. Karl Orff wurde angesprochen, der aber dann dankend abgewunken hat. Aber er hatte eben einen Schüler, einen Verrückten, das war Josef Anton Riedel, und den hat er vorgeschlagen und der wurde es dann auch. Also Orff hat ihn regelrecht durchgesetzt, wie man inzwischen weiß. Es gab erfolgreiche Jahre. Zusammenarbeit mit Edgar Reitz, große Komponisten da, eigentlich alles, was damals Rang und Namen hatte. Maurizio Kagel wollte sogar nach München ziehen, also das hatte eine ähnlich magnetische Wirkung wie das WDR-Studio in Köln. Dann, wie gesagt, kam es zu diesen finanziellen Problemen. Die bayerische Staatsregierung wollte es nicht übernehmen oder finanzieren. Der Bayerische Rundfunk hat abgewunken, was eine große Katastrophe war. Ja. Und schlussendlich ging es nach Ulm an die Hochschule für Gestaltung, was damit zu tun hat, dass Edgar Reitz damals dort unterrichtet hat und Riedel und Reitz haben ja viel zusammen gemacht, übrigens auch gemeinsam mit Alexander Kluge. Es gibt eine wahnsinnige Aktion, wie heißt das Ding, Unendliche Fahrt. Da haben die, ich glaube, drei Hallen gespielt, das kann man sich vorstellen, in den 60er Jahren. Ja, mit Leinwänden, mit Lamellen, die also sozusagen durchlässig war, wo man verschiedenste Projektionen von Experimentalfilmen von Reitz projizieren konnte. Es wurden Texte eingespielt von Alexander Kluge und eben Musik von Riedel. Also solche Dinger haben die damals gedreht und dafür gab es eben viel, viel Geld. Die HFG hat dann ja leider auch ein sehr tragisches Schicksal erlitten, also die Hochschule für Gestaltung in Ulm, einst gegründet von Otto Eicher und seiner Frau und Max Spiel übrigens, sozusagen aus dem Geiste des Bauhaus heraus, aber auch um in gewisser Weise auch im gestalterischen Bereich nach wie vor so ein antifaschistisches Bollwerk zu sein. Die Frau von Otto Eicher kam aus der Familie Scholl, also Geschwister Scholl. Ja, dann wissen wir alle Filbinger, ne? Könnt ihr euch noch erinnern an Filbinger? Ministerpräsident Baden-Württemberg mit bedenklicher Vorgeschichte, würde ich mal sagen. Und Filbinger hat dann dem ganzen Unternehmen den Todesstoß versetzt und dann wurde das Studio eingemottet und so weiter und so weiter. Und eines Tages rief mich Joe an und sagte in seiner üblichen Art, immer wenn er angerufen hat, war es so, dass der hatte so eine Piepsstimme. Und sagte, hallo. Und sagt, hallo, was gibt's? Und sagt, Joe, was heißt, was gibt's? Ja, was gibt's Neues? Und so fingen die Gespräche immer an und dauerten 3 Stunden. Das ist übrigens auch eine ausgezeichnete Eigenschaft von ihm, weil er ganz regelmäßig all seine Leute abtelefoniert hat. Oh Gott, ich muss mich beeilen. Wir sind noch nicht beim Studio angekommen. Also, das Siemens-Studio war damals unheimlich revolutionär. Revolutionärer als alle anderen Studios. Warum? Weil es zum ersten Mal Automation einbezogen hat, nämlich in Form von einem Lochstreifen-Laser- und Lochstreifen-Schreibegerät. Und zwar nicht nur eins, was einen Lochstreifen geschrieben und gelesen hat, sondern mehrere Stränge gleichzeitig, sodass eine Vielzahl von Parametern simultan gesteuert werden konnten. Man kann sich vorstellen, 1955 war das schon ein ziemliches Ding. Ich habe hier Fotos, kommt mal näher. Okay. Das ist der Joe. Hier gibt es so einen Blick ins Studio rein mit dem Komponisten Milko Kelemen. So,
Vielleicht noch ganz kurz. Riedel hat seine Initiation erlebt, eigentlich in Frankreich, und zwar bei Pierre Schaeffer. Er hat 1951 einen Stage besucht, wo er die Musik konkret kennengelernt hat und war total begeistert davon. Hat dann auch selber, die Amerikaner haben ihm das zur Verfügung gestellt, erste Tonbandexperimente machen können. War insofern auch prädestiniert dafür. Aber von Anfang an war es ein Gedanke des Münchner Studios, eben auch konkrete Klänge mit einzubeziehen. Also konkrete Klänge heißt eben aufgenommene Klänge. Stimme war eine große Sache für Riedel. Er hat ja viele Sprach-Klang-Experimente auch gemacht. Eben dies einzubeziehen. Das war ganz anders als beim WDR. Beim WDR ist man total erstmal auf additive Synthese gegangen. Also alles aus Sinustönen aufbauen und. Es wurde dann vielen ein bisschen zu orthodox, vor allem Stockhausen, der relativ frühzeitig davon wieder abgewichen ist. Und schon, ich glaube, 55, 56 war der Gesang der Jünglinge im Feuerofen eines seiner berühmtesten Stücke, auch konkrete Klänge mit einbezogen hat. Es wurde damals unglaublich skrupulös gearbeitet. Ich habe etwas mitgebracht. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt am besten machen. Jeder darf mal, oder ihr dürft alle. Ich hab die Partitur von Kontakte von Stockhausen dabei. Da seht ihr nämlich, wie skrupulös gearbeitet wurde. Jetzt zum Beispiel, das ist WDR-Studio. So, erstmal hier alles abfotografiert. Könnt ihr was sehen? Jetzt geht seitenweise. Werden nur die technischen Parameter definiert. Ja, also da wird nichts, aber auch rein gar nichts dem Zufall überlassen. Es geht jetzt hier wirklich so, hier, ich kann das hier immer so gleich einen ganzen Packen wegklappen. So, dann kommt dann erst die eigentliche Partitur. Dort wurde sozusagen das, was vorher technizistisch aufgeschrieben worden war, in grafische Partitur übertragen. Ja, so sieht das aus. Also Kontakte ist ja nur eine der ganz, ganz wichtigen Kompositionen. Also das war sozusagen WDR-Style. München-Style war eben anders, war mehr unter Einbezug von konkreten Klängen. Leider eben auch ein bisschen isoliert. Die Musikhochschule mochte das nicht so gerne. Man war damals etwas konservativer eingestellt in München, in grosso modo. Einzig wurde mir erzählt, war Günter Bialas und Peter Michael Hamel. Wer kennt noch Peter Michael Hamel? Klar. Der Peter. Ja, der war Schüler. Mit Vierteltönen und so. Na, eben, der war Schüler von Bialas. Und Bialas, die Professoren hatten, den war untersagt, da war das Siemens-Studio schon im Oskar von Millering, das Studio zu betreten. Von der Hochschule aus untersagt worden. Der Professor. Genau, und Bialas ist mit Peter Michael Hamel dorthin gedackelt. Peter ist rein und er hatte dann auch im Ensemble von Joe mitgewirkt. Und Bialas ist draußen auf dem Bänkchen gesessen und hat brav gewartet und sich dann die neuesten Dinge erzählen lassen. Also so war die Geschichte damals. Ich muss Schluss machen. Gell? Ja. Also Hetze, tut mir leid, das nächste Mal ausführlicher. Andreas hat schon gesagt, ich habe leider Gäste aus Übersee bei mir zu Hause, deswegen muss ich mich auch wieder vom Acker machen, aber wir sehen uns am Sonntag. Da spiele ich ja nochmal. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Danke schön. Viel Spaß.